Hi, ich bin's, euer Tim. Und wir sind hier im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem. Das ist ein Betrieb, zu dem viele Auszubildende aus der Landwirtschaft kommen, um etwas über Tierhaltung zu lernen. Und das will ich mir heute mit euch mal etwas genauer anschauen. Hier in Echem, da werden vor allem Rinder und Schweine gehalten, damit sie uns mit allen möglichen Produkten des täglichen Lebens versorgen. Und das sind einige. Wir können ja mal schauen. Also klar, Milch, Quark, Käse natürlich, Joghurt, Butter, aber auch Wurst, Schinken, Leberwurst und natürlich Fleisch, Koteletts. Im Grunde alles, was wir gerne essen. Schon seit über 10.000 Jahren züchten Menschen Schweine, Rinder, Geflügel und auch andere Haustiere. Doch damals sah das Ganze natürlich noch ein bisschen anders aus. Zu den wichtigsten Nutztieren gehören heute die Milchkühe der Rasse Holstein-Friesien. Nur, wie hält man die Tiere eigentlich richtig, damit es ihnen auch wirklich gut geht? Für eine sommerliche Weidehaltung lässt der Landwirt seine Kühe morgens nach dem Melken aus dem Stall. Dafür benötigt er ausreichend große, trockene Weiden mit nahrhaftem Gras in direkter Nähe zum Stall. Dann kann er die Kühe auch abends vor dem zweiten Melken wieder leicht in den Stall zurücktreiben. Hier im LBZ Echem wird das Milchvieh, wie bei vielen anderen Landwirten auch, ganzjährig in einem modernen Liegeboxenlaufstall gehalten. Der ist optimal an die Bedürfnisse der Milchkühe angepasst. Der Landwirt weiß nämlich, dass die Haltungsbedingungen und eine gute Versorgung der Tiere darüber entscheiden, wie viel Milch eine Kuh im Laufe ihres Lebens produziert. Manche dieser Betriebe haben aber auch noch einen sogenannten Laufhof. Hier können die Kühe jederzeit noch eine Runde mehr drehen an der frischen Luft und sich mehr bewegen. Aber wenn es zu heiß ist oder zu kalt, klar, dann machen die Kühe das hier. Sie gehen rein. Und wenn sie mich durchlassen, dann gehe ich mit. Kommt ihr auch? Komm mal her, Freund. Komm her, ich mache euch auf. Im Stall bekommen die Kühe täglich ihre Ration Futter. Weil die Kühe so viel fressen, hilft dem Landwirt dabei ein sogenannter Futtermischwagen. Die Fläche, von der die Kühe fressen, die nennt man Futtertisch. Das Futter selber besteht aus einer Mischung von Maissilage, Grassilage und Heu, die der Landwirt auf seinen eigenen Feldern anbaut und zu Futter verarbeitet. Silage ist zum Beispiel gemähtes Gras, das luftdicht und zusammengepresst unter einer Folie gärt und dadurch haltbar gemacht wird. So hat der Landwirt neben Heu ein weiteres haltbares Futtermittel, das er das ganze Jahr über an seine Kühe verfüttern kann. Durch diese Art der Lagerung behält das Gras seine wertvollen Inhaltsstoffe. Bis zu 50 Kilo von diesem Grundfutter hier kann eine Kuh am Tag essen. Und um das alles zu verdauen, ich meine, das ist ja eine Menge, muss sie trinken, viel trinken. 70 bis 120 Liter. Und an warmen Tagen sogar noch mehr, das sind all diese Eimer voll. 160 Liter sind das. Und das ist mehr, als in eine ganze Badewanne passt. Kühe, die viel Milch geben, holen sich zusätzlich auch noch Kraftfutter an einer Futterstation. Dort bekommen sie kleine Pellets zu fressen. Die Pellets enthalten verschiedene Getreidearten oder auch Melasseschnitzel. Das ist ein Nebenprodukt aus der Verarbeitung von Zuckerrüben. Die Station erkennt jede einzelne Kuh an einem Chip, der in ihrem Halsband steckt. So bekommt jede Kuh nur so viel Kraftfutter, wie sie für ihre tägliche Milchleistung benötigt. Das ganze Futter muss aber auch erst einmal verdaut werden. Und das machen die Kühe am liebsten im Liegen. Jede Kuh braucht dafür eine ausreichend große und bequeme Liegebox. So 8 bis 10 Stunden ist eine Kuh mit dem Wiederkäuen beschäftigt. Dabei befördert sie den bereits heruntergeschluckten Futterbrei aus dem sogenannten Pansen wieder in das Maul zurück. Dann kaut sie den Brei ein zweites Mal intensiv durch, damit sie das Futter richtig gut verdauen kann.
Moderne Kuhställe bieten den Tieren das ganze Jahr über ein gutes Stallklima und viel Tageslicht. Kühe fühlen sich bei einer Temperatur von 0 bis 15 Grad Celsius am wohlsten. Im Stall brauchen die Kühe breite Laufgänge, damit sie genug Platz haben, um sich gegenseitig auszuweichen. Das ist vor allem für das friedliche Miteinander unter den Kühen sehr wichtig. Denn sie haben eine klare Rangordnung und es kommt vor, dass einige Tiere bei Rangeleien den anderen Herdenmitgliedern aus dem Weg gehen müssen. Ja, und hierfür brauchen sie natürlich genügend Platz und einen rutschfesten Boden. Da es im Stall keine Bäume gibt, an denen sich die Kühe scheuern könnten, nutzen sie gerne eine der Kuhbürsten. Hier lassen sie sich kräftig abbürsten, um sich von alten Haaren zu befreien oder von Schmutz, an den sie selbst nicht herankommen. Damit die Kühe sich aber richtig wohlfühlen, müssen sie vor allem auch gesund sein. Regelmäßig kommt deshalb der Tierarzt auf den Betrieb und untersucht die Tiere. Er begutachtet die Herde, ob es sichtbare Hinweise auf Krankheiten gibt oder entnimmt zur Gesundheitskontrolle Blutproben von den einzelnen Tieren. Klar, aber manchmal wird eine Kuh trotzdem krank. Dann bekommt sie vom Tierarzt die richtige Medizin und wird vom Landwirt in einem separaten Ruheabteil gesund gepflegt. Wenn die Kuh aber nicht mehr gesund wird, zu wenig Milch gibt oder keine Kälber mehr bekommt, dann entscheidet der Landwirt, sie an einen Schlachter zu verkaufen. Denn sie zu versorgen, kostet ihn jetzt mehr, als ihre Milch einbringt. Der Landwirt freut sich deshalb am meisten über Kühe, die zufrieden und gesund sind. So geben sie viel Milch und bleiben ihm lange erhalten. Deshalb arbeitet er täglich dafür, dass es den Kühen in seiner Herde gut geht. Ein guter Stall, gesundes Futter und ein aufmerksamer Landwirt, der die Tiere stets im Blick hat. Das brauchen die Kühe also, um glücklich und zufrieden zu sein. Aber es gilt natürlich nicht nur für diese Milchkühe hier, sondern im Grunde für alle anderen Nutztiere. Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt darüber, wie Kühe überhaupt aufwachsen und warum sie Milch geben, ja, dann schaut euch noch die anderen Filme an über Nutztierhaltung. Da sehen wir uns wieder.